Pastor Nestvogel, sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Derzeit läuft ja der AKV-Sommer, das heißt, Sie sind jetzt insgesamt 7-mal predigtfrei. Einige dieser Sonntage waren ja auch schon in der Vergangenheit. Man kann sagen, 7 Wochen ohne, ja. Ja, ja, genau. Jetzt stellt sich die Frage, machen Sie die ganze Zeit Urlaub? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, böse Zungen behaupten das vielleicht, ich weiß es nicht. Ich arbeite, wie viele andere auch, ein bisschen an einem Buchprojekt, für das man ja mal wirklich Zeit am Stück braucht. Und ich bin froh, dass ich damit ganz gut vorankomme, habe aber natürlich am Anfang auch eine gewisse Zeit der richtigen Ruhe und Erholung gehabt und das genutzt, um die Akkus wieder aufzufüllen. Ja, dazu noch 2 Nachfragen, nämlich zum einen wollen das vielleicht unsere Hörer auch ganz gerne nochmal wissen, was ist dieser AKV-Sommer? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage ist, worum geht es eigentlich bei diesem Buch? Also AKV-Sommer ist eine ganz besondere Aktion. Wir haben einen Arbeitskreis in unserer Gemeinde, in dem wir regelmäßig mit jungen Brüdern, mit Mitarbeitern an Fragen der Verkündigung, der Homiletik arbeiten. Und 7 von denen haben jetzt Sonntag für Sonntag für Sonntag die Predigten übernommen. Das ist eine ganz spannende Aktion. Es lohnt sich, jedes Video nochmal nachzuhören. Die ersten 5 Sonntage sind schon gelaufen, 2 kommen noch. Und in dem Buch, an dem ich währenddessen arbeite, ich bin natürlich per Livestream oder manchmal auch direkt an den Predigten, bei den Predigten immer dabei als Zuhörer, in dem Buch geht es um massive Verschiebungen, die sich zurzeit in unserer Gesellschaft vollziehen und die die Gemeinde der Christen wirklich betreffen. Und es geht darum zu verstehen, was passiert da eigentlich, damit wir uns als Gemeinde darauf auch entsprechend einstellen können. Und was würden Sie sagen, worin bestehen diese Veränderungen? Warum ist es so wichtig, sich noch ein weiteres Buch, es gibt ja zurzeit viele Bücher, die zur aktuellen Situation geschrieben werden, worin bestehen diese Veränderungen? Warum sollte man sich noch ein weiteres Buch dazu durchlesen von Ihnen? Weil dieses Buch versucht, die aktuelle Situation aus der Sicht eines biblischen Geschichtsverständnisses darzustellen. Es geht darum, dass wir momentan eine doch gravierende Einschränkung von Freiheit auf den verschiedensten Ebenen der Gesellschaft erleben. Diese Freiheitseinschränkungen betreffen mittelbar oder unmittelbar auch die Gemeinde. Zum Beispiel, wenn die Gemeinde plötzlich über Monate hinweg nicht mehr singen soll. Das ist nur ein Beispiel dafür. Und wir müssen verstehen, wie kommt das zustande? Wir beobachten teilweise, vorsichtig formuliert, totalitäre Tendenzen. Und man muss verstehen, was da geschieht, um sich als Gemeinde darauf einzustellen und auch der Gesellschaft in einer guten Weise dienen zu können. Deswegen hoffe ich, dass dieses Buch nicht nur für Christen interessant sein wird. Sie sprachen zur Gemeinde. In der BEG ist ja zurzeit der Modus der Sommerferien. Das heißt, es gibt ausnahmsweise in dieser Zeit der Sommerferien keine Jugendveranstaltungen, Gebets- und Bibelstunde, pausieren. Wie wird es aussehen, wenn es dann weitergeht im September? Das ist die eine Frage. Und die nächste Frage ist auch, wann sind Sie denn eigentlich wieder dann da? Ja, also ich werde, so Gott will, am 15. August wieder auf der Kanzel zu stehen. Freue mich schon sehr darauf, hoffe einige andere auch. Und dann geht die Predigtreihe weiter. Und im September blicken wir jetzt schon voraus auf die nächsten Bibeltage vom 24. bis 26. September. Man kann sich bald schon dazu anmelden. Werden wir gemeinsam mit Johannes Pflaum, wir teilen uns die Vorträge, den 2. Thessalonicher Brief auslegen. Und auch dazu schon herzliche Einladung. Ja, letzte Frage von mir aus. Jetzt für Menschen, die noch nie bei den Bibeltagen waren, die das jetzt zum ersten Mal hören. Worum geht es bei den Bibeltagen? Warum würde es sich vielleicht sogar lohnen, vorbeizukommen, dafür extra nach Hannover? Mit Sicherheit. Es geht darum, einen größeren biblischen Zusammenhang am Stück auszulegen. Und es wird immer einen spannenden Jugendabend am Freitag zuvor geben und dann einen Tag lang intensive Auslegung eines großen biblischen Zusammenhangs, in dem Fall der 2. Thessalonicher Brief, auch sehr interessant für die aktuelle Situation. Und das Ganze schließt dann mit einem festlichen Gottesdienst, in dem der letzte Teil des Textes ausgelegt wird. Viele kommen aus fast allen Bundesländern dort zusammen, weil sie sagen, wir haben intensive Bibelarbeit und wir treffen Leute, die teilweise in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Wir können einmal über den eigenen Tellerrand hinausschauen, Gemeinschaft mit anderen haben, uns gegenseitig stärken und ermutigen. Und deshalb haben viele gesagt, dafür lohnt es sich auch mal über hunderte von Kilometern hinweg für ein ganzes Wochenende nach Hannover zu kommen. Sie vielleicht auch. Herzlichen Dank. Immer gerne.